Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Kampf der Woche. In dem Fall wiederholen wir eigentlich so ein bisschen den von letzter Woche, weil der so ein bisschen verpeilt und ein bisschen, ja, einfach schlecht war, weil der Kampf an sich war irgendwie schlecht und das wollte ich nicht so stehen lassen, weil ich glaube, die Armeezusammenstellung, glaube ich, gut funktionieren könnte und ich war einfach nur ein bisschen abgelenkt und ja, einfach, glaube ich, auch nicht das richtige Dorf angegriffen und einfach auch zu schlecht gewesen. Und ich glaube, dass man mit der Armeezusammenstellung ordentlich was reißen kann. Wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann können wir es jetzt auch nicht ändern. Also in 6 Minuten, beziehungsweise in, wir warten jetzt noch auf den einen Rage-Spell, der dauert jetzt noch gerade mal, ja, 1 Minute und dann. So, jetzt ist der Rage-Spell auch gleich fertig und dann können wir mal schauen, ob wir irgendeinen schönen Gegner finden. Die Armeezusammenstellung habe ich euch ja eben gerade schon gezeigt. Für einen ordentlichen Gegner, ich weiß nicht, wie lange wir da suchen werden. Ich werde jetzt einfach mal so 2-3 Klicks abwarten, ansonsten schneide ich euch das wie gewohnt raus. Wobei wir den nicht angreifen wollen, der hat mir zu wenig Elixier. Und ja, ich würde sagen, wenn ich dann was richtig Schönes, Schleckeres gefunden habe, melde ich mich zurück. So, das wird jetzt ein reiner Loot-Fight. Ich werde ihn jetzt angreifen, weil ganz ehrlich, den Loot möchte ich mir nicht entgehen lassen. Und deswegen kriegt der jetzt, ich denke, wir greifen von oben an. Obwohl unten auch eine Luftabwehr, aber die kriegen wir vielleicht mit der Queen weg. So, aber wir schauen erstmal, wie weit wir überhaupt reinkommen. Ich würde sagen, ein Rage-Spell hin, ein Hound hinterher, Riesen-Mauerbrecher und dann die Heiler drauf. Können jetzt in den Seiten mal ein bisschen mit den Goblins aufräumen, ein bisschen den Loot mitnehmen. Ein paar Bogenschützen würde ich hier hinterher setzen. Oh, ich habe nur einen Hound gesetzt. Das war natürlich keine Absicht. Hier kommt die Queen drauf. Die soll nämlich ein bisschen Damage auf die Luftabwehr machen. Wenn sie das denn tun möchte. Macht sie. Die Heiler sind noch großartig am Werk bei den Riesen. Mauerbrecher ein bisschen weiter reinsetzen. Ach, jetzt sind natürlich die Riesen in der Zeit schon außen rumgelaufen. Aber das werden die ja trotzdem überleben. Meine Queen ist da auch ordentlich am Damage drücken. Die Luftabwehr ist komplett zerstört. Der Hound auch. Im Endeffekt hat die Taktik gerade überhaupt nicht das bewirkt, was sie bewirken sollte. Aber das liegt auch einfach daran, mit Heilern kann ich einfach nicht umgehen. Und ich habe jetzt hier angegriffen, weil, ganz ehrlich, der Loot war so lecker. Da konnte ich jetzt irgendwie nicht Nein sagen. Mal schauen, dass die draufgehen. Sauber. Jetzt hauen sie sich da ein Loch rein, obwohl sie jetzt eigentlich... Obwohl, der Hound lebt noch. Ach, der ist nach außen geflogen. Da war eine Luftabwehr. Ja, das hätte man natürlich sehen können, wenn man darauf geachtet hätte. Na komm, ein bisschen Goblins hinterher schicken, damit wir ein bisschen schnelleren Cleanup haben. Sonst dauert das ja ewig hier. Ah, der Flächendamage ist halt nur auf den Riesen drauf, ne? Der Flächenheal gerade, noch gar nicht auf den Bogenschützen. Der Hound macht da so ein bisschen Damage auf den Minenwerfer. Aber jetzt sind wir auch mittendrin im Dorf. Das ist schon mal ganz gut. Ich denke mal, das Rathaus sollten wir noch mitnehmen. Ich schicke nochmal ein paar letzten 4 Goblins von innen rein. Und der Hound lebt immer noch. Stufe 1er Hound übrigens. Lebt immer noch wunderbar. Die Heiler kümmern sich jetzt leider nicht um die Riesen. Wobei das auch nicht mehr so tragisch ist, weil die Verteidigung jetzt auch nicht mehr so groß ist, die da übrig ist. Deiner Bogenschützenturm, beziehungsweise die beiden Bogenschützentürme machen hier unten gute Arbeit. Bogenschützen an dem Bogenschützenturm. Rathaus fällt jetzt auch. Der letzte Hound ist gestorben. Ein paar Lava-Welpen sind noch am Leben. Und dann sollten das eigentlich 100% werden, wenn wir das mit der Zeit her schaffen. Wobei, das könnte knapp werden. Wir haben keine schnellen Einheiten. Da ist noch ein... Na, obwohl, das könnte noch was werden. Ich denke schon. Hoffentlich. Na, ich weiß ja nicht. Wenn jetzt 1-2 Hounds rüberfliegen, schade. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Los, 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 los. Nein, da sind noch Paulten in den Ecken. So ein Scheiß. Ach, naja, habe ich nicht gesehen. Egal, auch nicht so schlimm. Aber die Taktik hat jetzt eigentlich nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Ich glaube, mit der muss ich ein bisschen üben, wenn ich die öfters benutzen will. Ich finde es ja ziemlich dunkles Elixier-lastig. Aber nichtsdestotrotz denke ich, der Sinn ist dahinter jetzt verstanden. Und jetzt habe ich wenigstens euch sie nochmal so ein bisschen gezeigt. Und die war ja beim letzten Mal so ein bisschen hart gefailt. Und jetzt seid ihr wieder dran. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr für Truppen sehen wollt, mit denen ich angreife. Im nächsten Kampf der Woche. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat.
Und natürlich könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr das erste Video von mir gerade seht. Ansonsten, ja, einen schönen Tag noch. Ich bin raus. Macht's gut!